EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim TSV 1800 Sieglos. Meine Güte, das ist bisher richtig übel. Auch bei Deutschland haut es nicht so ganz hin, aber jetzt gegen Aserbaidschan, da werden ja wohl 3 Punkte mal möglich sein. Ihr habt aber gesagt, einige, dass sie die Länderspiele außer bei den großen Turnieren immer noch sehr uninteressant finden. Und deshalb habe ich mir das überlegt, dass wir es genau so wieder machen. Und zwar werden wir ganz, ganz gechillt die Spiele zwar spielen, aber nur ich werde sie spielen. Nur ich, genau, ihr hört richtig, nur ich werde sie spielen, weil ich dann einfach switche, rüber switche. Beziehungsweise das Video so schneide, dass ihr dann das Endergebnis seht. Ne, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, immer eigentlich, wenn das mit den Nationalmannschaften nicht so interessant war. Ich hätte gedacht, und für mich ist das der Fall, dass ihr auch mehr Bock habt, bei den Nationalländerspielen von Deutschland mit dabei zu sein. Ist halt nicht so, ist auch okay. Überhaupt nicht wertend gemeint. Dann können wir auch ein bisschen schneller mit den Folgen durch, sag ich mal so. Und ja, machen wir es einfach genau so. Ne? Und in der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie mal was gedreht kriegen. Es kann doch nicht sein, dass wir so abkacken überall. Das gibt's doch gar nicht. Man glaubt es nicht. Mann, Mann, Mann. Gut, gut. Ich habe mal hier so ein bisschen Scouting eingestellt. In der Offline-Folge werde ich das wahrscheinlich noch zu Ende einstellen, weil jetzt einfach nur, weil ich euch was erzählen wollte. Ah, Moment. Ich wollte noch mehr erzählen. Ich wurde nämlich jetzt letztens nochmal darauf aufmerksam gemacht von YouTube und deshalb gebe ich das einfach mal an euch weiter, so komplett ungefiltert. Wenn ihr weiterhin von mir immer auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, von diesem YouTube-Gedöns, ne, dann gibt da so bei diesem Abo-Button so eine Glocke. Klickt die mal, das wäre super für euch, weil mir ist wurscht, im Anführungszeichen. Die meisten von euch bleiben ja eh gut am Ball. Aber wer vielleicht so ein bisschen dahin tendiert, dass er das mal schon mal vergisst oder so, der sollte die Glocke anstellen. Das ist irgendwie, ja, damit man noch mal so ein bisschen, weiß ich nicht warum, ist bei Facebook so ähnlich. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man sagen will, hier, du hast so eine Priorität gesetzt. Ne? Den willst du auf jeden Fall wissen, was da abgeht. Und Jana, hast mal ein Like dagelassen, aber interessiert dich eigentlich überhaupt nicht. So, wenn ihr das gemacht habt, wunderbar, alles klar. Generell, falls ihr noch nicht geliked habt, ne, hier Abo und so. Ich freue mich über jeden Abonnenten und wir haben echt einen ganz guten Zuwachs in der letzten Zeit gekriegt. Da freue ich mich total drüber. Ne? So, ja, das war das Geschwätz eigentlich erstmal. Wir gehen nachher noch in eure Kommentare rein. Jetzt gucke ich mir aber erstmal Aserbaidschans Niederlage gegen Deutschland an. Dennis, Aion, du wirst, ich habe nämlich jetzt rausgefunden oder mir sagen lassen, wie du ausgesprochen wirst, ne, von dir selber, weißt du ja, geil, gell? Warst dabei, unfassbar. Ja, wir werden das jetzt hier so durchziehen und du wirst leider nicht sehen, wie die Aserbaidschani gegen uns spielen, aber ich erzähl's dir danach auf jeden Fall, ne? Genau wie dem Rest. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Überspringen dieses Spiels. Bis gleich. Und da sind wir auch gleich schon wieder. Ich sag euch, ich hab gedacht in der Halbzeit, das gibt es doch nicht. 2-0 geführt und dann noch vor der Halbzeit das 2-2 reingekriegt. Und ich dachte mir, wie oft verlieren wir oder machen wir denn hier so viel Quatsch eigentlich? Und dann ging es dann doch noch. Souveräner 2-9 Sieg in der zweiten Hälfte quasi rausgespielt. Die Aserbaidschani haben echt gut dagegen gehalten. Ne? Ganz, ganz gut dagegen gehalten. Aber hier die Tore von Shadayev und Silvestre haben nicht gereicht. Vor allen Dingen, weil sich Badawi Hüseynov noch eine gelb-rote geholt hat. Ne? So, ergebnismäßig haben wir jetzt endlich mal 3 Punkte. Kroatien und Polen haben sich die beiden Punkte abgenommen gegenseitig. Die haben unentschieden gespielt, torlos. Das ist natürlich für uns optimales Ergebnis. Wenn wir jetzt gegen Polen gewinnen, sind wir erstmal oben bei. Nach der Niederlage gegen Kroatien. So, jetzt geht's in die Kommentare rein. Die haben nämlich Folgendes ergeben. Ronny Schumann sagt nämlich auch, die Länderspiele sind immer noch interessant. Deshalb, ne, haben wir ja gesagt, ändern wir das jetzt ein bisschen. Aber das ist jetzt unser letztes Angebot hier, mein lieber Freund. Chemie Leipzig. Ja, läuft gerade nichts zusammen. Er denkt aber, der Rauschmist droht noch nicht. Die Situation erinnert ihn an Hansa in der zweiten Liga. Stimmt, das hatten wir auch. Aber ich finde, so krass hatten wir es nett. Ich habe mir den Quatsch nicht nochmal angeguckt, aber ich bin der Meinung, dass wir so krass
mit Hansa nicht gehabt hätten. Ich weiß es aber nicht mehr. So, wir halten die Klasse, sagt er auf jeden Fall. Der Chemie. Wir gucken mal gerade rein. Der hier ist jetzt auf 10 geskillt. Thielmann, 58er Stürmer, 4er Talent. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Nee. Lassen wir mal. Dann, Florian Schwarz, er hat endlich die Folgen aufgeholt. Klasse wie immer. Und die Kroaten sind schon immer ein unangenehmer Gegner gewesen. Ja, aber man muss auch mal unangenehme Gegner schlagen. Kann doch nicht sein, ey. Liebe Freunde. Ist doch schlimm. Ja, richtig, richtig schlimm. Hier haben wir noch einen anderen Mentoren, den wir verteilen müssen. Der kann den Steinhardt oder den Toljan bekommen. Wo bekommst du den Toljan, mein Lieber? Mein Lieber, natürlich. So. Was haben wir noch? Freundschaftsspiel? Ne, wir machen kein Freundschaftsspiel. Dann verkacken wir das auch noch. Dann haben wir eine richtig üble Form. Nee. Nein, meine Lieben. Das machen wir nicht. Wir bleiben hier einfach bei uns. Ah, hier kam übrigens an beim Gondorf, das habe ich das letzte Mal überspringen und der Teich übersprungen. Und der Teichchef, der hat mir den Screenshot geschickt. Und zwar hat er gesagt, hier, guter Mann, wir versuchen mal die Mannschaft zu führen. Das finde ich gut. Das ist mal was anderes als, ich bin nicht der Typ dafür, ne? Was sonst halt immer kommt. Das ist schon mal gut. Vielleicht kriegt er ja in den nächsten Wochen doch einen Pluspunkt noch in der Führungsqualität. Das wäre schon was Schönes. Früchtl ist immer noch angeschlagen. Aber wir haben ja jetzt zumindest mit Paczynski auch noch einen Spieler, den man da im Tor stehen lassen kann. Ne? Ganz klar. Und es ist ja auch noch eine Woche Zeit. Vielleicht ist er ja wieder fit bis dahin. So, hier. Toljan, der hat das bisher gut gemacht, finde ich. Und da hat auch einer von euch ja gemeint, das wird der neue Typ, ey. Der wird's bringen. Ich glaube, der Paulaner war es. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sorry, falls ich das vertausche. Aber das wird einer für unsere erste Mannschaft. So, Sissi Wirt hat endlich sein Spielerbild bekommen. Ich hatte einen Dreher im Geburtsdatum dabei. Gut sieht aus, oder? Wie Sissi Wirt. So stelle ich mir Sissi Wirt vor, ehrlich gesagt. Jonas Buhr hat noch gesagt, wir sind einfach vom Pech verfolgt und jetzt müssen wir endlich mal 3 Punkte holen. Juli 12/22 geht in die gleiche Kerbe rein und sagt aber auch noch, dass die Nationalmannschaftsspiele uninteressant sind und deshalb haben wir uns ja darauf geeinigt, oder ich das jetzt mal erstmal so festgelegt, dass wir das so machen. Ne? Teichchef, ganz, ganz bitter, jetzt müssen wir die Kurve kriegen, sonst sind wir weg. Ja, das trifft ungefähr genau den Hasen auf die Löffel. Gary liegen die Löwen schwer im Magen, glaube, aber der Rauschmist wird trotzdem noch auf sich warten lassen. Oh, die habe ich gar nicht geantwortet, Islander. Tut mir leid. DFB-Spieler darfst du auch gerne überspringen, der nächste, ne? Turnier ist interessant, aber die Quali eigentlich nicht. Ja, außer man verliert in der Quali und es wird richtig spannend, weil man die Punkte braucht, ne? Dann ist auch die Quali spannend. Ja. Aber ich verstehe, was ihr sagen möchtet und von daher ist alles gut. Werden wir es genauso machen, wie ich das jetzt vorgeschlagen habe. Dann haben wir noch Rocco Siffredi. Der gute Mann ist jetzt wohl des Öfteren dabei. Finde ich gut. Ich weiß nicht, ist das ein Neuer? Ist das einer von euch? Keine Ahnung. Ist es vielleicht sogar der richtige Rocco Siffredi und er findet es einfach toll, dass wir hier Fußballmanager spielen? Aber man weiß es nicht. Aber im Internet, man kann dich ja nennen, wie man möchte heutzutage, ne? Das interessiert ja keinen. Man kann ja machen, was man will. Aber der hat auf jeden Fall gesagt, der Schiri vom Bochum-Spiel, der soll mal Konvex zählen gehen. Aber trotzdem klasse Folge. Ja, der war echt übel. Ne? Wir kriegen einen Platzverweis. Und Bochum kann machen, was sie ist. Wie auch immer. Jetzt geht's gleich gegen Heidenheim. Das ist, glaube ich, auch wieder ein knackes Spiel hier. Rot, ne? Pauli und Heidenheim, diese Spiele sind noch rot, ey. Heieiei, meine lieben Freunde, wie sollen wir das hinkriegen? Das ist echt, echt schwierig. Aber wir bauen einfach darauf, dass das jetzt irgendwann mal knotenmäßig platzt. Ne? Sonst platzt nämlich der Gary. Und dann ist hier aber mal hier, aber vom Feinsten. Ne? Mai. Ja. Wir gucken mal. Gut. Heidenheim. Muss doch mal machbar sein.
Wir gehen rein gegen Heidenheim. Die haben 40 Punkte mehr auf dem Brett. Eieiei. Also Schachspielen ist schon mal hier eine schwierige Angelegenheit. Die sind auch nicht da, wo sie hinwollen. Vierter von der Stärke, siebter in der Tabelle. Das heißt, die sind auch mit deutlich Feuer unterm Schuh unterwegs und wollen das ändern. Ne? Topspiel jetzt weiter gegen Dritter, Köln gegen Pauli. Dann haben wir Bochum gegen Paderborn und Wehen gegen Fortuna Düsseldorf. Robin Andrich ist wieder fit. Der endlich mal hier wieder einer. Wo wir sagen können, toll. Toll, dass du wieder dabei bist. Sturmtank Fährmann. Wir gehen jetzt auch einfach mal wieder voll mit 100% in die Spiele rein. Das werden wir mal so machen. In der Hoffnung, dass das mehr bringt. Ne? Ohne Vorgabe machen wir auch mal. Vielleicht geht man dann die besseren Wege. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Ne? So. Das sieht doch jetzt schon mal wieder ein Ticken besser aus. Wir haben jetzt mal die 700 wieder geknackt. Ja, immerhin. Das ist doch mal ein kleiner Sprung nach vorne hier. Scouting abgeschlossen. Reserve hat verloren. 1-2. Ui. Wie habt ihr gespielt, so meine lieben Freunde? Inselmann und Janucic mit einer 3 und 3,5. Hier auch noch Gelb-Rote. Gibt's doch gar nicht. Übrigens, wer noch Spieler haben will. Irgendeiner hatte geschrieben, er wollte noch einen Spieler haben. Aber das wurde irgendwie... Ich konnte den nicht mehr finden, meine lieben Freunde, den Kommentar. Also wer noch einen Spieler haben möchte, der sollte sich einfach nochmal melden und ab und zu gucken, ob der Kommentar unten drin steht. Ich weiß, es gibt so eine Spam-Funktion. Da habe ich auch nachgeguckt. Da werden manchmal so Beiträge wie Hallo, mein Höschen ist blau, da einsortiert, weil es halt eben einfach Spam ist. Ne? Aber da war nichts. Ich weiß nicht, ob derjenige den Account vielleicht auch, aber den Kommentar einfach gelöscht hat oder ob da irgendwie schon wieder die Leute von YouTube irgendeinen Quatsch gemacht haben. Ne? Überlegt mal, wenn ihr einen haben wollt. In der Zeit haben wir hier immer mal ein paar Spieler gescoutet. Der Lukas May ist natürlich klasse. Ne? Den haben wir bisher in jedem Let's Play gehabt. Auch dieses Mal steht der auch auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste. Achel Gomez kommt leider nicht. Der hat gesagt, es reicht ihm jetzt. Er will doch nicht. Ja, dann ist das so. Wir können hier nicht 4 Milliarden an Gehältern zahlen. Dann ist das so, dann bleibt er halt weg. Dann muss er gucken, dass er alleine auf dem Transfermarkt glücklich wird. Es gab mal, ich weiß nicht, ob das noch so ist, es gab mal den Fehler, wenn du einen Spieler, der vereinslos war oder ist, einen Vertrag angeboten hast und der nicht angenommen hat, dann war der nach der nächsten Auswertungsrunde, ne, also Auf- und Abwertungsrunde oder nach der nächsten Saison, ich weiß es nicht mehr, direkt Karriereende, wenn den bis dahin keine KI übernommen hat. Ich bin gespannt, wie es mit ihm läuft. Wäre bitter, wenn Angel Gomez einfach sein Karriereende macht, weil er könnte ja auch bei uns spielen. Ne? So, Früchtl ist noch angeschlagen, deshalb wird Paczynski weiterhin spielen, das ist ganz klar. Wir gehen jetzt hier mit Volldampf in dieses Spiel rein, gegen Heidenheim. Auswärts ist natürlich nochmal eine Hausnummer, ne? Aber hier geht es jetzt heute um mehr als 3 Punkte. Mei, ne? Das muss jetzt losgehen hier. Konzentration zu Beginn des Spiels. Und der erste Steilpass von Heidenheim wird von Mainka, dem Fährmann, vor die Füße gelegt. Der legt auf Sargent ab und dann macht er das Tor. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Das ist natürlich ein Rückpass gewesen. Ne? Patrick Mainka hat nicht aufgepasst und Fährmann ist dann da. Ne? Beziehungsweise der legt dann ab auf Sargent. Der ist ja klasse drauf da gerade. Das war ja super. Kleindienst setzt sich gegen Chabot durch. Der legt den Ball auf Chilzen, Gashi und der kommt aber nicht dran. Rafael Paczynski hat den Ball aufnehmen können. Problemlos und das ist ja klasse. Die ersten 3 Punkte. So würden sie aussehen, es würde in der Tabelle noch überhaupt gar nichts ändern. Aber wir hätten mal 3 Punkte. Ne? Heidenheim aber jetzt erstmal am Ball. Schnatterer nimmt den Ball von Gashi an, geht dann in die Mitte rein, flankt, in der Mitte spielt Inan am höchsten, kriegt den Kopfball dahin und dann macht er den Ausgleich. Ach, wir passieren zu viele Tore. Kleindienst mit einer guten Chance, aber abgepfiffen. Knapp im Abseits, würde ich sagen. Knapp im Abseits. Florian Katt hat keine Idee. Kloppt den einfach nach vorne. Gondorf holt den sich jetzt wirklich und legt den ab auf Fährmann. Aber der, was ist denn das für ein Abschluss? Der kann's hier, das ist ein Rückpass. Das war auf jeden Fall ein besserer Rückpass als eben von Patrick Mainka. Meine Güte.
Ecke, die Christoph Hemmlein rausholt. Jerome Gondorf ist natürlich der Mann dafür. Dann gehen Sargent in der Mitte hoch zum Kopfball. Aber Timo Beermann kann sich da durchsetzen gegen den jungen Stürmer, der ausgeliehen ist aus Bremen. Und bisher hier eigentlich ganz gut trifft. Ne? Der Einzige, der hier trifft, ist schon vierte Tor im jetzt sechsten Spieltag. Das ist schon gut, aber wir kassieren zu weit. Ne? Zu viel. Zu viele Tore. Aber Paczynski hier diesmal auf der Höhe kann den langen Einwurf von Niklas Dorsch einfach abfangen. Jetzt gibt es Ecke, Schnatterer bringt die zu weit, aber irgendwie kriegt Gashi dann doch noch den Ball, verschafft sich jetzt Platz, dann schießt er und der Ball fliegt unten ins kurze Eck rein. Nein, 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 schon wieder geht es so weit. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Robert Andrich, jetzt vielleicht mal, der alte Hase, schlägt den Ball mal nach außen. Beermann will zum Ball gehen und dann ruft ihm was zu und er lässt den Ball dann doch durch. Abstoß. Andrich. Oh, hat ein toller Pass. Jetzt aber. Oh, Kart. Ein toller Pass. Und er wird zurückgeschoben. Er ist im Abseits. Er ist im Abseits. Oh! Mei. Aber die Löwen kommen wieder über Kart. Der macht ein ganz gutes Spiel. Übersteiger auf dem Flügel. Ganz toll. Die Flanke kommt auf Beermann. Der holt ihn runter. Und dann in den Winkel. Der hebt den dann vollkommen rein. Ja, super. Brustannahme. Und dann Dropkick in den Winkel reingepfeffert. Das ist das erste Tor für den Neuzugang bei 1860 München. Himmel hilft, was für ein wichtiges Ding jetzt. Ausgleichstor noch in der ersten Hälfte und es geht weiter. Die Ecke von links kommt natürlich von Gondorf. Robert Andrich kriegt den Ball da vor die Füße gelegt und was macht er? Er sieht aus 10 Metern den Ball drüber. Oh, was ist denn da los? Ui, nochmal ein schlechter Rückpass, diesmal auf Paczynski und der schießt Kleindienst an. Oh, der Ball fliegt aber am Tor vorbei. Eieieiei. Richtig, richtig aufregende erste Hälfte hier. Wir haben zumindest den Rückstand nochmal aufgeholt. Aber wenn man hier guckt in der Tabelle, ne? Gegentore, 17 Stück nach 6 Spieltagen. Also, Halleluja, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Wir wechseln nicht, weil wir könnten höchstens Lex oder so auf die rechte Seite bringen, weil Hemmlein hier ein bisschen neben sich steht. Aber insgesamt ist unsere Bank einfach zu schwach, um hier richtig anzugreifen. Ne? Wir könnten auch eigentlich mal den Inselmann hochholen. Also ich weiß nicht, entweder holen wir Inselmann hoch auf die Bank und ab und zu kommt er mal rein oder er spielt halt durch in der zweiten Mannschaft. Das darf er sich selber aussuchen natürlich. Ne? Versprechen, Garantien gibt es keine. Die Halbzeit Nummer 2 fängt an, indem wir kontern und Kat jetzt alleine vor Müller ist und er schießt und da ist drin. Der ist drin. Der Kat, ich habe eben gesagt, der ist gut drauf. Der hat richtig viele Offensivaktionen auf der linken Seite gehabt und jetzt macht er hier das Tor. 3:2. Meine Güte. Konzentration lieber. Oh, Heidenheim, der Tor spielt den Ball auf Kleindienst und aus 17 Metern schießt er den Ball ganz weit drüber. Da kann er hingehen, da freuen wir uns, wenn er da hingeht. Ne? So, vielleicht machen wir jetzt mal was ganz anderes. Vielleicht packen wir jetzt mal ein bisschen Defensive rein. Es kann natürlich sein, dass wir das durch das Wechseln jetzt auch wieder komplett, oder das ist auch wieder der Falsche hier, komplett wieder versauen. Aber wir könnten doch versauen, wenn wir nicht wechseln. Dann wird es nachher heißen, ja, der Gary hätte ja auch mal defensiver wechseln können. Ne? Also wie du es machst, ist verkehrt, wenn hinten das Ergebnis nicht stimmt. Das ist einfach so. Ne? Und das ist jetzt meine Entscheidung, dass wir hier Defensive bringen für Josh Sargent, der seinen Treffer gemacht hat. Okay, die Heidenheimer direkt mit Griesbeck und Inan, der verlangt nach innen und es gibt Ecke. Gut aufgepasst von der Verteidigung. Der Löwen, die Ecke kommt von Schnatterer, der schießt den zum Elfmeterpunkt. Paczynski kommt nicht raus, Kleindienst kommt zum Kopfball. Knapp vorbei. Halleluja. Oh, jetzt geht's aber wieder rund hier. Gashi mit dem Ball, Tim Rieder pennt. Kleindienst nimmt den Ball Volley und scheitert an Paczynski. Sehr gut gemacht, Paczynski. Super. Heidenheim wechselt, Konstantin Kerschbaumer kommt rein für Niklas Dorsch. Ich muss demnächst auch noch mal, habe ich gesehen, Spielerbilder machen hier. Andrich auf Hemmlein. Ah, Abseits. Schade. Da wäre gut auf der rechten Seite durch gewesen. Aber jetzt wieder die Heidenheimer. Inan und Schnatterer. Die werden da von Schlotterbeck nicht wirklich attackiert. Und dann ist es 3:3. Ah! Paczynski springt noch, aber er kriegt den Ball nicht. Er kriegt den Ball nicht mehr gehalten. Ach, Mann. Jetzt kann man natürlich, wie gesagt, sagen, ne, Gary, warum gewechselt? Wir hätten in der Offensive weiterbleiben sollen. Aber so ist das schon mal. Ne? Der Rest hier von der Taktik her passt ja auch noch. Ist ja nicht so, dass wir offensiv eingestellt sind und
defensiv stehen oder so. Das hat man ja auch manchmal. Pressing können wir vielleicht ein bisschen zurückstellen und dadurch aber auch die Abwehrreihe noch mal ein bisschen. So, Andrich. Oh, ein toller Bereichstoß auf Fährmann. Der setzt seinen Körper ein. Ah, und dann trifft er den Ball leider nicht mehr richtig. Oh, das war ein toller Freistoß. Also Andrich mit zwei schönen Bällen hier. Aber vielleicht muss man mal 4-5 machen. Ne? Leipertz mit einem langen Einwurf auf der linken Seite. Griesberg verlängert. Dann kommt Kleindienst an Chabot schneller an den Ball. Und dann geht er gegen den Innenposten. Dann ist er drin. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Boah. Was machen wir denn jetzt hier, ey? Schlotterbeck mit einer 5, ne? Ach du Kacke, ey. Ach du Kacke. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir versuchen es jetzt mal einfach über die linke Seite zu kommen. Einfach mal volle Lunte jetzt. Überall Pressing, Abwehrreihe höher, Passspiel einfach vor. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Konter nochmal über Henk Fährmann. Der legt den Ball auf Greilinger auf die Außenbahn. Der schießt jetzt aus 15 Metern. Der Ball fliegt. Und Müller, Kevin Müller hängt ihn gerade noch da raus. Und an die Leine. Meine Güte, das wäre dann jetzt mal noch wichtig gewesen, hier das 4-4 zu kriegen. Und es gibt keine Ecke. Was soll denn das? Was soll denn das? Schon wieder keine Ecke. Ach komm, ey. 6 Spiele ohne Sieg, ohne Punkt. Das ist richtig krass. Verrücktes Spiel, 4-3 verloren, ey, das gibt es nicht. Jede Entscheidung, die ich hier momentan treffe, ist einfach falsch. Ist doch nicht zu glauben. Mann, 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 Braunschweig, Osnabrück unentschieden, genau wie Köln und St. Pauli. Nürnberg gewinnt gegen Bielefeld, Bochum gewinnt gegen Paderborn. Wiesbaden verliert gegen Düsseldorf, Sandhausen verliert gegen Kiel. Aue und Regensburg unentschieden, Dresden verliert gegen Darmstadt. Das gibt folgendes Bild. Wir sind immer noch Letzter mit 0 Punkten. Vorne drin immer noch Düsseldorf mit 6 von 6 Siegen. Klasse. Dann kommt Bochum, Nürnberg. Ja, das klingt doch nach einer schönen ersten Liga. Düsseldorf, Bochum, Nürnberg, da kann man doch mit leben. Aber hier unten kann man halt nicht mit leben, ne? Mit 1860. Also das ist schon echt übel. Obwohl wir 2 Spieler in der Elf des Tages haben, nämlich Katt und Fährmann. Ja, leider auch eben ein Heidenheimer mit dabei, der Griesbeck zum Beispiel. Ne? Uiuiui. Uiuiui. Da treffen beide Stürmer, da schießen wir 3 Tore und es reicht trotzdem nicht für irgendeinen Punkt. Das kann doch nicht der Ernst von diesem Team sein. Und jetzt kommt Pauli. Ne? Pauli, die auch noch eine sehr starke Mannschaft haben und auf Platz 6 eigentlich nicht so recht zufrieden sein können. Mai, mai, mai. Das ist wild, meine lieben Freunde. Das ist richtig wild hier. Scouting abgeschlossen, Antoine Colasin. Ist noch nicht auf 10. Den sollen wir unbedingt holen. Unbedingt sollen wir den holen. Weil der so abgeht bei einem von euch. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Julian Kral haben wir auch hier gescoutet. Auf 10, 52er Torwart brauchen wir nicht. Ansprache fehlgeschlagen. Natürlich ist das fehlgeschlagen. Ne? Tja, 2 Wochen auch noch der Agenruf verletzt. Ne? Das ist auch sowas. Ey. Was hatten wir hier bisher? Verletzungspech. Ach du. Kurztrainingslager werden wir mal machen. Und wenn das nicht hilft, werden wir danach noch eine Krisensitzung nach dem Pauli-Spiel ansetzen. Und wir sollten vielleicht auch mal Karriereoptionen, war das da, mit dem Vorstand sprechen. Er ist wieder mehr von uns überzeugt, weil das wird gerade böse. Guck mal hier, wir könnten aber auch bei Köln anheuern. Ja. Haben wir irgendwo einen Erstligisten? Nee, haben wir nicht. Ausland nehmen wir auch mal mit. Klar, nehmen wir mit. Ja, wir könnten auch hier ins Ausland wechseln. Einige dabei, Inter Mailand, die wären hier die Idealbesetzung. Ja. Alles klar, also wenn wir bei München rausfliegen, gehen wir zu Mailand. Und was machen wir da? Dann gehen wir da hin, gar kein Problem. Boah, also liebe Freunde, wer irgendwie eine Idee hat, außer wir machen einfach Neuladen, bis es funktioniert, der soll sich bitte melden, meine Lieben. Der soll sich melden. Wir nehmen natürlich hier auch die Form wieder mit, klar. Gib im Training alles, was wir sagen können, machen wir. Tja, also das ist bisher hier echt ganz hartes Brot. Ich glaube nicht, dass wir schon mal 6 Niederlagen in Folge hatten. Also das glaube ich nicht. Nein. Mann, Mann, Mann.
Was gibt's denn sonst noch zu bereden? Corona, die Dings hier, die Bundesregierung und die anderen da, die Innenminister, haben sich festgelegt, es wird erst einmal 2 Wochen verlängert. Wichtig war denen ja vor allem gewesen, dass sie eine einheitliche Linie fahren. Ne? Und geil ist dann, dass das Ding gerade raus ist, was jetzt getan werden soll und wie. Und dann der Kollege Bouffier hier aus Hessen direkt mal sagt, er will nochmal nachverhandeln, weil er will eigentlich eine Woche früher starten. Es soll ja jetzt bis Anfang Mai erstmal die Schulen soweit geschlossen bleiben, dass nur die Abschlussklassen loslegen. Da hat er sofort gesagt, ja, haben wir besprochen, aber. Also das finde ich doof. Ich wäre übrigens auch für nächste Woche wieder anfangen. Einfach weil meine Klasse einfach immer wirrer wird, je länger diese Pause geht. Ne? Und dann muss ich da, keine Ahnung, jahrelang gefühlt soziales Lernen machen, bis sie wieder sich an die Regeln halten können und so. Also das, ich finde es überhaupt nicht super. Das Einzige, was ich cool finde, ist, dass ich bei meinem Nachwuchs sein kann im Moment und habe da Spaß. Aber sonst, arbeitstechnisch habe ich gar keinen Bock drauf, dass das noch länger dauert, weil das haut mich dann richtig um, je länger es dauert. Ja, in der Klasse halt, ne? Ja, ich bin gespannt, wie es denn genau laufen wird. Das weiß ja niemand so richtig immer. Weil ja immer irgendjemand nochmal sagt, hier, wir verhandeln jetzt nochmal nach. Egal, hier wird auch verhandelt, aber auf dem Platz. Ne? Und da ist ganz klar, da kann man schon mal einem auf die Socken treten, mit dem man nicht so gut verhandelt hat. Topspiel ist Düsseldorf gegen Braunschweig, dann haben wir Paderborn gegen Heidenheim und Kiel gegen Bochum. Und ja, liebe Leute, wir haben unseren Stammtorwart wieder. Und zwar Paczynski kann auf die Bank früchten. Mit 10 Punkten ist das natürlich nochmal ein Sprung, der da reinkommt. Ganz klar. Andrich hat jetzt auch noch 65 sogar. Wir haben sogar ein paar in Form. Ne? Hier vorne, die Offensive hat gut geklappt. Hinten drin, da sieht es halt scheiße aus. Ne? Da ist halt gerade echt Mist. Also Schlotterbeck hier mit einer 7er Form ist halt auch schwach. Ne? Kann man nichts sagen. Jetzt gegen Pauli gibt es nochmal auf die Gräten, wenn ich das so richtig verstehe. Wenn ich uns so angucke, was wir bisher so geleistet haben in dieser Saison, ne, dann wird das schwierig. Antoine Colasin ist jetzt hier fit. Also es kann ja sein, mein Lieber, dass der bei dir vollkommen abgeht. Aber ich kann doch hier nicht einen 46er Stürmer kaufen. Was will ich denn mit dem? Den kann ich in der Regionalliga hier noch vielleicht bringen, aber doch nicht in der zweiten Bundesliga. Was soll ich denn mit dem machen? Was soll ich denn mit dem machen? Die tote Mannschaft, oh hier, 4-2 gewonnen, ganz klasse. Manuel Odendahl und Lingen haben die Dinger gemacht. Sehr schön, sehr schön. Und irgendwie gab es dann wahrscheinlich noch irgendwo ein Eigentor oder so, weil ich zähle hier nur 3 Tore. Wer hat denn hier unter, also 1-0 ist der Diesmal gewesen. Ach, der Diesmal hier. Der hat das Eigentor gemacht, wird hier gar nicht angezeigt. Ja gut, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Odendahl 2 Tore. Nestorius verletzt. Ja, natürlich, ne? Aber solange sich einer in der zweiten verletzt, verletzt sich derjenige vielleicht nicht in der ersten. Ne? Dann nehmen wir lieber die zweite mit. So ist das schon mal. So, Scouting abgeschlossen. Ja, okay. Medienarbeit. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir einen Scout-Bericht bekommen. Ja, klasse. Wunderbar. Einer unserer Scouts hat im Moment nichts zu tun. Dann schicken wir den natürlich los, Jugendscout-mäßig, solange wir keine einzelnen Spieler scouten sollen. Einfach deshalb, weil ihr ja irgendwann auch mal was haben wollt. Ne, hier, Antoine Colasin, ich bringe ihn nochmal rein. Hier, potenzieller Topspieler, unerfahren, verfällt in Hektik, Passspiel ist verbesserungswürdig, Flanken sind verbesserungswürdig. Eventueller Topspieler, aber was sollen wir damit? Wie sollen wir den irgendwie halbwegs sinnvoll einbringen? Außer holen und wieder verleihen oder so. Aber das sehe ich jetzt momentan auch nicht. So, ja, das ist durchschnittlicher Spieler. Brauchen wir nicht den Tim Henry Handwerker. Alles klar. So, die haben doch jetzt die Hosen voll. Nein, das sagen wir nicht. Das ist zu. Wir können hier gewinnen. Auf geht's, meine lieben Freunde. Freistoß in der 3. Minute. Robert Andrich. Wittek löst sich aus der Mauer, macht dann Platz und Andrich sieht das und springt dann den Ball da durch und Robin Himmelmann springt verzweifelt in die Ecke und dann ist er drin in der 3. Minute. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir führen direkt. Das ist doch sehr klasse. Vielleicht jetzt mal hier der Befreiungsschlag.
Meine Güte, wichtig, wichtig. Oh, der Chapeau, was macht er? Der schießt da den eigenen Mann an und dann ist Tschui da, aber Gondor springt nochmal rein. In den Schuss, Ecke. Huiuiuiui. Christopher Buchtmann bringt die Ecke rein. Tschui geht zum Kopfball, aber diesmal Chapeau da ganz sicher. Setzt sich durch, Kopfball aus der Gefahrenzone raus. Wunderbar, antizipiert. Kleinen Sprint hingelegt, mal kurz zwei, drei Schritte und rausgeköpft. Guter Angriff von St. Pauli. Tsui ist aber dazu unkonzentriert, schießt am Tor vorbei. Die Fans klatschen. Komm, wir klatschen mal mit. Wir klatschen mal mit. Am Balkon soll das ja angeblich auch helfen. Bezahlung ist nicht, aber klatschen geht. Zier Eis mit einem ungenauen weiten Ball nach vorne, den können wir einfach klären und bringen den nach vorne. Und Hemmlein geht dann da in den Strafraum rein. Wird von Zier Eis gefoult, sehe ich so. Er geht aber einfach weiter. Ach, gibt nix, gibt nix. Joe Corona hat seinen Stollen verloren und muss seinen Schuh wechseln. Also Corona, überall Thema, auch hier bei uns. Ne? Konzentration, meine lieben Freunde. André schickt jetzt mal den Sergeant steil. Himmelmann denkt, er flankt auf Fährmann. Aber nein, der Sergeant, der guckt zum Fährmann, aber er schießt ihn mit der Picke rein. 5-Tor, 2-0. Stosh Sergeant. Der hat sich auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt bisher. Ecke von Pauli führt nur zu einem Stürmerfoul und damit auch zu einem Freistoß für uns. Robert Tsui mit einem eher schwachen Spiel. Also den würde ich, glaube ich, mal rauswechseln. Aber ist ja egal. Johannes Eggestein, was macht denn der eigentlich hier bei Pauli? Kriegt eine Flanke, aber Büchtel ist vor Corona am Ball. Solange der vor Corona am Ball ist und nicht mit Corona, ist alles gut. Robert André schon wieder mit einem tollen Pass, wie im letzten Spiel. Auch Sargent, der nimmt ihn elegant an, spielt den Ball dann auf die rechte Seite raus zu Toljan. Der behält die Übersicht und dann macht er ihn einfach rein. Zack! Piff, baff, bopp. Und was das für ein tolles Anspiel war. Ein Lupper auf den Sargent und der Sargent mit der Hacke auf Toljan. Meine Güte. Und der Toljan macht das Ding rein. 3-0 gegen St. Pauli, gegen so eine tolle Mannschaft. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht erwartet, nach dem, was wir hier so abgeliefert haben bisher. 7. Spiel und es riecht nach einem Sieg. Es riecht nach einem Sieg. Ich bin total zufrieden hier. Heute ist mehr drin. Mehr drin als 3-0 ist hier nicht. Ne? Also, das ist doch wunderbar. Da kann man doch mal einen Käse für essen. Ey. Halleluja, ist das schön. Man weiß ja schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wenn man hier gewinnt. So, jetzt aber Konzentration in der zweiten Halbzeit. Jos Lukai kann sich das natürlich ganz anders ansehen. Nämlich mit Blutdruck 210. Der geht an die Decke, sag ich euch. Der hat da mal einen fahren gelassen in der Kabine. Der hat sich aber gerochen, meine Freunde. Eggestein auf der rechten Seite wird steil geschickt. Steinhardt bleibt nicht, nein, er bleibt nicht der Zweikampfsieger. Er verliert ihn wieder gegen Eggestein. Und Eggestein fährt in die Mitte. Da ist Danny Blum. Und Danny Blum schießt Toljan an. Toljan einfach gut aufgepasst. Gut da das Bein noch reingebracht. Und es gibt Ecke. Und Buchtmann, die landet beim Innenverteidiger Knoll, aber der schießt oder köpft eher gesagt weit übers Tor. Das ist super hier. Das ist genauso richtig. Konzentration weiterhin. Halbe Stunde haben wir noch. 3 Tore haben wir. Rico Benatelli hat sich toll freigelaufen. Bekommt jetzt eine Flanke von Blum und die bringt er an den langen Pfosten verlängert hin. Aber da ist niemand außer unserem zurückgekommenen Brüschel. Ganz, ganz toll. Johannes Eggestein wird ausgewechselt. Dafür kommt Waldemar Sobota und die Löwen kommen ebenfalls. Gondor sieht auf der linken Seite Andrich, der bringt eine Flanke. Fährmann mit dem Kopfball und dann Himmelsmann. Himmelmann um Himmelmanns Willen, ey. Hält dieses Ding, sonst hätte hier 4-0 gestanden. Das wäre ja der Knaller gewesen, der absolute Knaller. Ecke von der rechten Seite, Gondor jetzt. Himmelmann, was macht der? Kommt nicht raus. Chabot ist da, 4-0. 4-0, meine lieben Freunde, 4-0. Chabot, Julian Chabot. Einfach mal das erste Tor in dieser Saison gemacht. Der Innenverteidiger hier von München. Das ist ja wunderbar. Ist das wunderschön. Mann, Mann, Mann. Gelbe Karte Hemmlein. So. 20 Minuten. Ja, jetzt ist doch hier das Ding hier gegessen. Jetzt können wir sogar noch ein, zwei Spieler mal bringen, die noch nicht so oft dran waren. Und die vielleicht auch noch hier ein bisschen, ja, auch mal Motivation brauchen, ne? Ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen wollen. Also Don Mölders zum Beispiel, der sich da bisher einfach ganz gut auf der Bank wohl eingefunden hat und sich da in den Dienst der Mannschaft stellt, der alte Mann, ne?
Den müssen wir auf jeden Fall mal bringen. Dennis Erdmann auch ganz selten gebracht. Und Malik Tillmann, den Jungen, den wollen wir uns ja aufbauen. Ist auch nicht deutlich schwächer als Andrich, aber Andrich hat natürlich ein klasse Spiel gemacht. Dennis Erdmann mit der ersten Aktion leert hier gegen Waldemar Sobota. Gut gemacht vom Dennis. Wunderbar. Flanke von Blum. Fröschl unterschätzt sich. Schlotterbeck ist aber da und klärt zur Ecke. Ja, wir kriegen bestimmt noch ein Gegentor. Da glaube ich ja fast schon dran. Aber momentan steht die Null. Das ist irgendwie auch mal ganz wichtig. Gondor versucht jetzt nochmal mit einem langen Ball auf den Mölders, aber der ist diesmal leider am Abseits. Da ist er nicht schnell genug zurückgekommen. Der kam da von dem Angriff von vorher ein bisschen langsam zurückgetrabt. Ich meine, der ist halt auch nicht mehr der Schnellste. Ne? 34 oder was der jetzt ist, da geht man auch schon mal rückwärts in der Geschwindigkeit. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn ich nicht langsam auf dem Fahrrad sitze, dann kriege ich auch keine Geschwindigkeit mehr hin, Mann. So, ja wunderbar, 4:0. Feuerfrei, ey. Endlich mal ein Sieg. Endlich mal ein Sieg. Das ist ja der Hit. Und wir springen auch sofort einen Platz nach oben. Ne? Klasse. Nürnberg gewinnt gegen Wiesbaden. Unentschieden spielen Bielefeld und Köln. Paderborn verliert gegen Heidenheim. Düsseldorf gewinnt weiterhin, diesmal gegen Braunschweig. Osnabrück verliert gegen Sandhausen. Darmstadt gewinnt gegen Aue. Kiel verliert gegen Bochum. Regensburg verliert gegen Dresden. Das macht folgendes Tabellenbild. Oben nichts verändert und unten springen die Münchner. Ein Platz nach oben. Ne? Wo ist denn eigentlich Kiel? Kiel ist auch, uiuiui, Kiel ist ja auch hier unten drin. Jonas Buhl, was halten wir denn davon? Gar nichts halten wir davon. Ne? Und Ronnys Braunschweiger für einen Aufsteiger auf dem 8. Platz ist das auch noch voll okay. Ja. Wie sieht es in der ersten Bundesliga aus? Da ist einer von den Leipzigern erster, was Tore schießen angeht, so rum. Und Bayern ist hier natürlich auch nochmal erster. Borussia Dortmund verloren gegen Frankfurt, uiuiui, und stürzen ab von 1 auf 5. Ah ja, da ist es noch eng. Es ist noch sehr eng da oben. Erst der 5. Spieltag ist gewesen. Leipzig 5:0 gegen Stuttgart. Ja, das ist auch eine knackige Ansage. Ne? Die 2 von 3 Aufsteigern sind hier auch auf dem letzten Platz. Und Hannover ist auch nicht so weit weg. Ne? Ha, ist das schön. Spieltagsstatistik. Was ist denn mit dem hier? Dem muss ich auch noch ein Bildchen geben, habe ich das Gefühl. Ein Foto machen. Alles klar. In der Elf des Tages, Toljan und Chabot, wunderprächtig, alles klar. Nehmen wir so mit, freuen uns drüber und Josh Sargent ist hier mit oben dabei, was das Toreschießen angeht. Das ist doch klasse, meine Freunde, ist das klasse. Ha, da freuen wir uns. Und da gibt es direkt auch ein Pünktchen. Ja, natürlich, der Robert freut sich auch mit uns. Zufriedenheit mit ihrer Arbeit. Ja, wenn man mal Pauli so wegputzt, dann kann man auch zufrieden sein, ne? Ich habe gerade einen guten Lauf, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir nehmen noch die nächste Partie mit, oder? Das machen wir doch. Wir gucken noch mal rein, ob wir nicht noch irgendwen holen könnten, der ohne Verein ist. Weil wir haben auch auf der Bank einfach nichts sitzen. Ne? Da ist nichts. Da muss mal irgendwas hin. Stärkster Spieler hier, Tim Wiesner, sind alles... Alles Torhüter oder 34-Jährige. Das bringt uns auf der Bank auch nichts. Nee. Felix Bachschmied, aber da brauchen wir auch keinen. Hängende Spitze brauchen wir nicht. Und ansonsten ist hier noch Davut Tuma als Linksaußen. Aber 59 ist auch nicht so geil. Ne? Da haben wir dann auch unsere Leute, die wir da behalten können eigentlich. Ach, es ist ein Kraus. Könnte hier, keine Ahnung, einfach mal blindlings irgend so einen Mexikaner oder Spanier einfach mal holen. Zum Beispiel hier den Luis oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne? Können wir auch mal scouten einfach und gucken, ob der was bringt. Wäre eine Idee. Auch vielleicht einfach mal hier Pedro Chirivella. Scouten wir einfach. Wir scouten immer und wenn nichts bei rumkommt, dann kommt halt nichts bei rum. Ist auch nicht schlimm. Den können wir auch noch scouten vielleicht, hier Linksverteidiger. Wir gucken den uns auch mal an. Vielleicht ist ja was dabei und wenn nichts dabei ist, dann machen wir uns auch nicht die Hosen nass. Ne? Überhaupt nicht, gar kein Problem. So ist das dann. Oh, ich habe gesehen, wir hatten noch eine Sponsorin an mir, Brot. Da muss ich nur mal gucken, was da denn los war. Ich habe gerade, glaube ich, einen Chat gelöscht. Warte mal. Wie kann man denn hier in die Archive reingucken? Weil ich glaube, entweder habe ich was gelöscht oder was archiviert gerade bei WhatsApp. Uiuiui, das war doof. Wir gucken uns übrigens die Champions League demnächst an, wenn die abgelaufen ist. Glaube ich. Habe ich jetzt so entschieden, einfach mal.
Wie gucke ich das denn jetzt hier nach? Scheiße, ey. Archivierte Dinger irgendwie. Ja, muss ich nach Google. Muss ich nach Google? Ich bin doch so unfähig. Gut. Vor allen Dingen, wenn ich live sende, dann bin ich erst recht unfähig. Ah, die Deutschen, die melden sich nochmal hier. Die melden sich nochmal hier. Sami Khedira hat sich vor letzten 3 Wochen fällt aus. Wir könnten auch eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht jemand anderen noch holen könnten hier. Marco Reus zum Beispiel, ne? Der ist natürlich hier mit der 86 wieder fit. Kommt dann natürlich auch mit. Kevin Trapp mit einer 81, nee. Emre Can im zentralen Mittelfeld mit einer 81. Wer ist denn hier eigentlich auf der linken Seite? So ein Philipp Max brauchen wir auch nicht. Mit einer 76 ist das einfach nichts, was man mitnehmen braucht. Und 75 Lars Stindl ist jetzt auch... Ich mag den Lars, ne? Ich mag den sehr. Finde den cool. Aber ganz ehrlich, 75. Vielen Dank, aber nein, danke. Nico Schulz mit 78 auch lieber raus. Dann nehmen wir nämlich eher nochmal den Weiser mit. Auf der anderen Seite, ja doch, Klostermann kann, glaube ich, beide Seiten spielen. Sonst haben wir nur einen Linksverteidiger. Ah, ja, wir gucken mal. So, was ist hier? Wir können auch ein Freundschaftsspiel oder sowas machen, ne? Ja, das machen wir natürlich auch, weil das gibt ja Erfahrungspunkte. Freundschaftsspiel. Gerne auch auswärts, gar kein Problem. Dann gehen wir nochmal auf Klassenfahrt. Und zwar große Klassenfahrt nach San Marino. San Marino ist doch schön. Da ist doch klasse. Die freuen sich. Mehr können wir nicht machen, ne? Nö, okay, das eine haben wir gemacht. Gegen Polen geht's als nächstes. In Polen werden wir hoffentlich 3 Punkte entführen, ne? Das ist Ziel der ganzen Chose. Aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Regensburg, beziehungsweise Regensburg geht Richtung München, denn es ist ein Heimspiel und wir sind jetzt endlich mal die stärkere Mannschaft. Das ist klasse. 8er von der Stärke sind wir auf einmal, was das manchmal ausmacht, ne, wenn man da mal gewinnt und Form auf einmal hat. Köln gegen Düsseldorf ist natürlich als Rhein-Derby hier noch das absolute Top-Spiel. Dann Bochum gegen Darmstadt und Braunschweig gegen Nürnberg, meine lieben Freunde. Agu ist immer noch verletzt, so ist das halt, ne, so ist das halt. Aber der Rest sieht doch jetzt hier lecker aus. Guckt mal hier, ganz viele Formen sind hier oben, 14-14. Auch die Abwehr hier, einfach mal zack von 7 auf 13 hochgesprungen. Das kann man fast nicht glauben. Die tote Mannschaft spielt unentschieden. Da gucken wir natürlich auch immer wieder rein. Ne? Inselmann, Janucic, das sind ja unsere beiden aus der Community. Da sieht es ganz okay aus. So, Pereira verlängert seinen Vertrag. Okay. Setúbal und Parma Calcio haben Interesse an uns. Ja, jetzt nicht, meine lieben Freunde, jetzt nicht. Bristol City auch übrigens. Ja, okay. Haben wir jemanden fertig, die Handwerker haben wir fertig, aber das, wie gesagt, den brauchen wir auch nicht so ganz. Ja, dann noch hier alle anderen zurück in der Jugend. Scouting abgeschlossen. Gut, wunderbar. Ja, wir gehen einfach genauso, wie wir eben gespielt haben, in diese Partie rein. In der Hoffnung, dass uns der Fußballmanager ja da jetzt mal wohlgesonnen ist und sagt, nee, 3 Jahre will ich eigentlich nicht. So sieht's aus und jetzt kannst du mal 2-mal gewinnen oder so, ne? So, die haben jetzt Angst vor uns. Wir haben gewonnen. Wir sind jetzt gefährlich. Wir gehen drauf. Und Regensburg hängt ja auch da unten drin, ne? Die könnte man quasi schon fast überholen, wenn die beschissene Tordifferenz nicht wäre, ne? Jerome Gondorf geht mal mit nach vorne aus 19 Metern. Schießt der mal, aber schießt einfach mal einen Fährmann ab. Don't pay the Fährmann. 4. Minute, 5., 6., 7., 10. Minute und die erste Ecke. Gondorf. Von der rechten Seite, Meyer geht da nicht gegen Sargent raus. Doch, geht er doch. Hat erst gewartet, der Alexander Meyer. Und dann hat er den Ball dann doch gegen Sargent rausgeholt. Benedikt Zaller mit dem Ball auf Moritz. Der verlängert den Ball gegen die Querlatte. Und dann geht Grüttner da schnell hin. Und was ist denn das für ein Tohuwabohu? Früchtel kriegt den Ball dann irgendwie doch erst hinter der Linie geklärt. Dann steht es 1-0 gegen Regensburg. Für Regensburg. Mann, Leute. Was soll das denn? Was soll das denn? Ach, ist das ärgerlich. So ein wildes Tor da, so ein wildes Gegentor zu kassieren. Keiner weiß, wo der Ball ist. Latte, Pfosten, 1, 2, 3, alles mit dabei. Und dann kugelt er irgendwie das Ding da rein. Benedikt Zaller mit einem schlechten Pass zurück auf seinen Torwart. Und es gibt Ecke, weil der Torwart Alexander Meyer den Ball nicht mehr erreichen konnte. Gondorf bringt sie jetzt rein. Und in der Mitte ist Sargent, der nimmt den Ball einfach Volley. Ah, schönes Ding. Aber volles Risiko, leider nicht belohnt diesmal. Ist am Tor vorbeigegangen.
Ah, Schiss, ey. Erste Halbzeit schon mal eher schwach. Eher schwach. Vielleicht sollten wir auch taktisch etwas umstellen und den Konter mal ausstellen, dafür die Abseitsfalle. Wir pressen etwas höher und wir schieben die Abseitsfalle etwas nach vorne. Ne? So, das können wir mal machen. Vielleicht nicht ganz so früh flanken, ein bisschen länger spielen die Bälle. So, wechseln können wir natürlich eigentlich stärketechnisch nur den Tillmann rein, aber auch das sind wieder Punkte, die uns verloren gehen. Wir bleiben erstmal bei der Chose hier, auch wenn Kat zum Beispiel eine 5 hat. So, hier geht mehr. Ganz genau so sieht's aus. Hier geht mehr, meine lieben Freunde. Jetzt wird's hier ruppig. Salah mit der blöden Aktion da gegen Sargent. Einfach mal gestrecktes Bein, gelbe Karte. Wir gehen jetzt mal nach vorne. Reinhard, was macht denn da? Ich habe gerade gesagt, es wird ruppig. Da tritt er den Jan George um. Uiuiui, da können wir froh sein, dass das nicht eine rote war. Und da wird auch sofort ausgewechselt. Da kennt der Gary ja nichts. Ne? Da geht ja hier der Schlotter weg auf die Seite. Und Tim Rieder kommt rein. Und gar keinen Bock hier, so einen Treter noch mit Gelb-Rot vom Platz zu bekommen oder sowas. So, die nächste Ecke, die dritte für uns. Jerome Gondorf natürlich, aber Meier hat den Ball, die war eher lasch getreten. Und Regensburg, der Jan kommt. Dort auf Grüttner, der verzieht deutlich. Gut für uns. Flanke von der linken Seite. Nico Schlotterbeck ist mit nach vorne gegangen. Gondorf ist richtig hoch gesprungen. Aha, und dann geht er gegen Pfosten und prallt zurück und ist nicht drin. Marcel Correra konnte sich da nur nebenstellen und gucken, wie hoch da der Gondor springt. Meine Güte, Schlotterbeck, der macht das auf der linken Seite gut, bringt den Ball in die Mitte rein. Fährmann, perfekt angespielt und der geht an Meier vorbei und dann ins Tor, ins leere Tor. Ja, wunderbar, super. Schlotterbeck auf die linke Seite zu ziehen, war vielleicht gar nicht so die dumme Idee. Obwohl er eine schlechte Note hatte, einfach mal die Position gewechselt und zack, hat er immer noch eine 4, aber er bringt die Vorlage. Ja, auf, Leute. Weiter so jetzt. Hier muss doch noch was gehen. Viertelstunde haben wir. Die Tabelle sieht da aus, noch nicht so rosig. Und jetzt aber wieder 68 mit einem Angriff. Hemlein. Ja, der Abschluss schwach. Schwacher Abschluss. Aber es geht bei. Robert Andrus versucht es mit einer Flanke. Die wird abgefälscht. Meier hat den Ball aber dran. Und klärt zur Ecke, die natürlich von Jerome Gondorf reinkommt. Andrich verlängert, in der Mitte ist dann Sargent und der macht schon wieder ein Ding. Das gibt es doch nicht. Unter die Latte, oh Gottes Willen. Ja, hui, huiuiui, der hätte fast da drüber gekloppt. Egal, sechstes Tor hier. Der Typ geht ab, Mann, der geht ab. Der Sargent geht ab. Menschenskinder. So, jetzt aber hier Konzentration, meine lieben Freunde. Gondorf kloppt den Ball einfach mal nach vorne. Ist auch okay. Ist auch voll okay. Wir gehen ein bisschen zurück. Nicht zu viel. Nicht zu viel ändern jetzt. Aber wir können nicht mehr ganz so, oder wir müssen nicht mehr ganz so nach vorne rennen. Wir können aber die Abstöße einfach nach vorne kloppen. Ne? 7 Minuten haben wir noch. Und gerade sieht es gut aus. Gerade sieht es gut aus. Das werden wir ja wohl jetzt über die Zeit bringen. Nochmal eine Ecke. Das ist natürlich Zeitbringerei. Eine Ecke auf Rieder. Der macht einen super Kopfball und Meier hoch. Der muss da alles zeigen. Und es gibt die nächste Ecke. Die sechste in diesem Spiel. Wieder natürlich von Gondorf. Der Mann für die Ecken. Correa hindert da Fährmann. Aber das muss man eigentlich pfeifen. Ne? Der zoppelt da dem am Trikot, sodass der Fährmann da hinfällt. Also das war auch ein Elfmeter. Aber Justin Kappes hat nichts gesehen, dieser Kappes-Kopf. Jetzt kommt, eine Minute wird noch nachgespielt und dann Yannick Katt geht nochmal zum Schiedsrichter hin. Das bringt natürlich auch jetzt nochmal Zeit, ne? Wenn er da meckert, bringt das nochmal Zeit, aber auch eine gelbe Karte, klar, für Florian, weil man meckert nicht und man fordert keine gelbe Karte. Egal, egal, wir haben jetzt 6 Punkte geholt aus dieser Folge, das ist doch mal was, das ist doch mal was. Und Josh Sargent hier, das ist ja der Knaller, der Typ. 8 Einsätze, 6 Tore. Also der geht steil, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir springen noch ein bisschen höher, auf Platz 16 sind wir jetzt schon und Jan Regensburg haben wir ganz, ganz nah bei den Eiern. Pauli gewinnt gegen Paderborn, Bochum verliert gegen Darmstadt, Sandhausen gewinnt gegen Wiesbaden, Braunschweig unentschieden gegen Nürnberg, Dresden gewinnt gegen Osnabrück, Heidenheim unentschieden gegen Bielefeld, Aue verliert gegen Kiel, die endlich mal punkten und die erste Niederlage für Düsseldorf und das auch noch im Derby in Köln. 1:0 verlieren sie gegen den ersten FC.
aber bleiben natürlich trotzdem noch Erster hier. Die haben immer noch 6 Punkte Vorsprung, die Düsseldorfer. Die werden sich ärgern, aber die werden dann am Ende des Tages auch sagen, ach, leck mich doch. Dann holt euch doch die 3 Punkte. Egal. Ja, ja. 2 Kieler in der Elf des Tages. Niemand von uns, ist mir auch egal. Egal. So, Josh Sargent immer noch hier bei den Top-Leuten dabei, aber diesmal Buddha Bus hat ihn überholt. Ach, wunderbar. Gut, dass ich noch weitergespielt habe. Sehr schön. Und auch der Robert findet das gut. Es gibt einen Punkt nach oben. Jugendspieler entdeckt. Oh, da könnte was Schönes beikommen. In der nächsten Folge, ich sehe es schon, Polen und Kroatien stehen auf dem Plan. Die werden wir dann wieder skippen. Gar kein Problem. Wir haben, oh ja, 1,5 Sterne. Das ist jetzt kein Jugendspieler, den wir brauchen. Nee, nee. Toljan verbessert sein Kopfballspiel. Das ist gut so. Den haben wir noch nicht fertig. Und 5 Tage noch für Agu. Ja, meine lieben Freunde, dann sag ich mal auf Wiedersehen. Ich freue mich über 2 Siege und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Freue mich über Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst eine Glocke da, was auch immer. Egal, ich freue mich über all den ganzen Kram, den man heutzutage so braucht. Weil ohne den Kram, ne, bräuchte ich das hier nicht online stellen. So, Polen freut sich gleich nicht mehr, die hauen wir nochmal weg. Und weg ist jetzt auch der Gary. Ne? Macht's gut, meine Lieben. Bis dann. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund, solange ihr könnt und so. Tschüssi.